mit Anja Petzold. Ihnen einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Der Harz ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Elben, Elfen und Zauberer treiben dort ihr Unwesen und tauchen ab in ihre ganz eigene Welt. Ja, und spätestens seit der Herr der Ringe Filmtrilogie boomt die Fantasy-Szene auch in Deutschland. Und zum ersten Mal hat sich die Fantasy-Gemeinde jetzt in Schierke zu einem Festival getroffen. Und so wurde es dann auch ziemlich mystisch. Nur den Wettergott hatten die Zauberer anscheinend nicht auf ihrem Zettel. War starts here. Der Krieg beginnt hier. Unter diesem Motto protestieren die Friedensaktivisten nun schon im vierten Jahr gegen das Gefechtsübungszentrum in der Altmark. Und jetzt hat das einwöchige Protestcamp in der Nähe von Letzlingen begonnen. Also eine Mühle sucht mein Kollege Alex Huth heute nicht, so viel sei schon mal verraten. Er geht mit Ihnen jetzt wieder auf Rätseltour und heute müssen Sie erraten, in welchen doch recht edlen Gemäuern sich unser Reporter befindet. Und wenn Sie das herausfinden, dann rufen Sie uns an und mit etwas Glück werden Sie dann ausgelost und vielleicht sind Sie schon am Ende unserer Sendung um 200 Euro reicher. Das wäre doch klasse für Ihre Urlaubskasse. Und wenn Sie überhaupt nicht weiter wissen, auf unserer Facebook-Seite von MDR Sachsen-Anhalt, da geben wir Ihnen noch einen zusätzlichen Hinweis. Ganz viel Glück. Na, nicht ganz so einfach diesmal. Und wenn Sie wissen, wo Alex heute unterwegs ist, dann rufen Sie uns doch bitte an und gewinnen Sie mit etwas Glück 200 Euro. Und das ist die Telefonnummer 0137 1001 123. 0137 1001 und die 123. Und aus allen Anrufern losen wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin aus. Wenn Sie heute kein Glück hatten, dann nicht traurig sein. Auch am kommenden Sonntag geht Alex mit Ihnen wieder auf Rätseltour. Ja, Ferienzeit ist Museumszeit und viele Besucher unseres Landes stürmen in diesen Tagen die zahlreichen Ausstellungen Sachsen-Anhalts und genießen Kunst und Kultur. Einige Museen bieten auch überraschend abstruse Exponate und unsere Heimatkunde stellt jetzt die kuriosesten vor. Beim Motorsport geht es ja normalerweise um Geschwindigkeit. Die schnellsten sind die besten. Beim sogenannten Truck Trial dagegen, da geht es um Geschicklichkeit und das mit riesigen Lkw. Aber der Wettstreit wird natürlich nicht auf öffentlichen Straßen ausgetragen, sondern im Gelände. Und in der Nähe von Gröningen, da gibt es für die tollkühnen Männer mit ihren schweren Kisten einen idealen Spielplatz. Und genau dort ist jetzt wieder der Lauf zur Europameisterschaft ausgetragen worden. Irre. Schnell noch mal 200 Euro mehr in der Urlaubskasse haben, das wäre doch was, oder? Wir kommen jetzt zur Auflösung unseres Rätsels, wo bin ich? Und Alex Huth war heute im Schloss Letzlingen. Es war gar nicht so einfach heute, aber gewusst haben das viele. Und gewonnen hat Knut Mirtsch aus Gräfenhainichen. Wir sagen ganz herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Geld ausgeben. Ja, das war der Gewinner unserer Aktion Wo bin ich? Stefanie, beim Wetter, da haben wir ja auch noch einen Gewinner. Wie jeden Sonntag. Wer darf sich denn heute freuen?